Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Cause 3. Ich hatte mich jetzt schon mal auf den Weg gemacht zur Story-Mission Sohn von Medici, weil das war ein ziemlich langer Weg und ich hatte jetzt keine Lust, die Hälfte der Folge Jen zu fliegen. Deswegen dachte ich mir, fliege ich schon mal ein Stückchen vor und hab dann erst ein bisschen später erste Aufnahme gestartet. Ich habe nichts gemacht, außer Jen zu fliegen. Und ja, ich bin... Keine Ahnung, ich will eigentlich nur die Mission machen. Und bin gespannt, was passiert wird bei der Mission Sohn von Medici. Bin ehrlich gesagt gespannt. Und tschüss, Edi. Na komm. Da. Damit starten wir mal die Mission. Bei genau einer Minute. Ich verspreche euch, ihr Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Aus der Asche von die Ravellos geliebten Flammen wird Medici sich erheben. Das Volk von Medici wird sich erheben wie ein Phönix. Die freie Welt jubelt mit euch. Genießt euren Sieg, Bürger von Medici, denn heute endet dieser Krieg. Rico, für Dima. Für ganz Medici. Die Ravello ist noch da draußen. Wir müssen ihn finden und ihn töten. Hey, wieso feiert ihr beiden nicht? Viele gute Männer sind gestorben, Annika. Wir haben gehört, dass ein großer Helikopter den zentralen Kontrollturm verlassen hat, bevor er eingestürzt ist. Wo ist er jetzt? Meine Quelle sagt, er ist in den Vulkan geflogen und bis jetzt ist er nicht wieder gesehen worden. Leute, wir können ihn nicht entkommen lassen. Wir kommen mit, Rico. Los, schnappen wir ihn uns für Dima. Wir treffen uns am Vulkan. Seid vorsichtig. Die Ravello wird sich nicht einfach ergeben. Jetzt kommen wir dich holen, du Bastard. Warte, ist das die letzte Mission? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Doch, ich glaube, das ist die letzte Mission. Okay. Ich glaube, wir haben... Hey Rico, ich habe nachgedacht. Was hast du vor, wenn die Revolution vorbei ist und wir unsere Freiheit und den ganzen Kram haben? Was dann? Das weiß ich noch nicht. Dann denk drüber nach, Fratre. Okay. Was wirst du machen? Ich habe überlegt, ins große Business einzusteigen, aus einigen meiner Garagen Autohäuser machen, Verkäufer werden, weißt du? Wirklich? Ja, ja! Hey, wollen wir Partner werden? Frigung etc. Automobile vom Feinsten. Unsere Verkäufe sind revolutionär. Unsere Preise sind der pure Wahnsinn. Das meint ihr doch nicht ernst? Nein. Hör nicht auf sie, Rico. Wir müssen das tun. Okay, mal sehen. Wir fangen klein an. Du wohnst bei meiner Granmatre, wie damals als Kind. Wir stecken Zeit in das Auto und machen es fertig. Mal sehen, Mario. Wenn die Ravello weg ist, genehmige ich mir als allererstes einen Drink an einem ruhigen Strand. Allein. Die Ravellos Helikopter hat ein Bavarium-Schild. War ja klar. Bavarium-Schilde halten mich nicht auf. Jetzt oder nie, Fratre. Mach ihn fertig. Rein damit dir, Rico. Er taucht garantiert auf. Wir haben wirklich die letzte Mission. Das kam jetzt ehrlich gesagt unerwartet. Hätte ich gewusst, dass das jetzt hier wahrscheinlich die letzte Mission ist, dann hätte ich die noch nicht gemacht. Aber abbrechen möchte ich jetzt auch nicht mehr.
Jetzt mache ich die schon. Hab ja nun etwas auf verpowerten Raketenwerfer dabei. Huch. Boah, es muss aber auch warm sein hier im Vulkan. Neben der Lava. Hi. Na ja, klar, dass er so ein Heli hat. Komm schon! Töte den Bastardo Rico! Wir sind bei dir, Rico. Geh da jetzt runter. Na, was sagen Sie dazu? Ja, aua. Tut weh. Schild ist unfair. Das Schild ist aus, Rico! Ich hätte gedacht, dass der Raketenwerfer ein bisschen mehr abzieht. Gerade. Kommen Sie raus, Sie Feigling! Was für Feigling, Alter? Sie haben alles ruiniert! Rico, jetzt! Ich hab daneben geschossen. Ja. Der Helikopter ist zäh! Daneben geschossen, ich fass es nicht. Da sind sie ja! Hilfe! Ich kill mich gefühlt jedes Mal mit dem Raketenwerfer selber. Wenn ich da dran bin. Rico, jetzt! Da kommt er wieder! Rico, jetzt! Stellen Sie sich wie ein Mann! Sagt der im Helikopter. Der im Bavarium-Helikopter sagt, ich soll mich wie ein Mann stellen. Genau. Ich habe keine Möglichkeit. Der Feigling will fliehen. Diesmal nicht. Ich geb dir gleich was zu fliehen, Alter. Das Schild ist aus, Rico! Macht er Schaden? Nicht viel. Warte, bis der Schild offline ist! Ach nee. Sie entkommen mir nicht! Sicher? Ey, der war knapp. Keine Ahnung, wie soll ich den treffen? Ich hab keine Munition mehr für meinen Raketenwerfer. Alter! Ja, ich weiß, dass ich tot bin. Ich habe ohne Raketenwerfer kann ich dem keinen Schaden machen. Die Granaten treffe ich nicht und was anderes habe ich nicht. Und diese Haftminen, glaube ich nicht, dass ich damit rankomme. Sie haben alles ruiniert. Das Schild ist aus, Rico. Das ist doch nicht mein Ernst. Ich glaube nicht, dass ich mit denen rankomme, den Bomben. Nee. Schwierig. Muss
sonst hätte sofort wenn das Schild aufgeht. Rico, jetzt! Nee, ich komme mit den Dingern nicht ran. Das Ding macht den Schaden. Ich verspreche, sie werden leiden, wenn das Schild offline ist. Ach nee. Ich habe keine Munition. Oder. Na gut, ich habe mehr als genug Munition. Ich mache nur keinen Schaden damit. Das ist das Problem. Das Schild ist aus, Rico. Ja, es macht Schaden, aber halt sau wenig. Aha, hallo. Jetzt Schild, geh weg. Jetzt Schild, bitte jetzt. Geh jetzt weg, danke. Kommen Sie raus, Sie Feigling! Hab ich Sie! Ey, ich hab alle Granaten daneben gesammelt. Das ist so ein Witz, oder? Verdammter Querholland! Rico, jetzt! Ich muss das mit denen so machen, anders geht's nicht. Meine Raketen kommen sie nicht! Bist du dir da sicher? Ah, verdammt, zu spät. Versuch einfach unter ihm zu bleiben. Okay, er kann unter sich schießen. Rico, jetzt! Ich werde sie ausradieren! Ah, es ist ein mieser Bossfight. In der Luft trifft er mich zum Glück nicht. Ich stürze ihn in die Flügel! Komm, ein, maximal zweimal noch. Komm schon. Er hat nichts mehr. Komm schon. Das Schild ist aus, Rico! Na, zweimal, der hat zweimal die Bombe zu spät nicht gedrückt. Nicht gesetzt. Mann. Ey, jetzt hier nicht rammen, ne? Ramm ist unfair. Warum setzt sie die Bombe manchmal nicht? Och, tu ich. Und jetzt halt einfach mal die Klappe. Merz. Kommen Sie raus, dann sterben Sie wie ein Mann, Rodriguez. Sagt immer noch der im unfähigen Bavarien-Heli. Komm schon. Verdammter Querholland! Ach, jetzt ist er direkt über mir, der Sack. Nicht dein Ernst. Na, was sagen Sie dazu? Alter. Der setzt die Bombe nicht. Warum? Drücke ich zu früh oder was? Ich weiß es nicht. Darf ich ihn damit nicht zertöten oder was? Habe ich einfach nur zu unfähig. Ich verstehe es nicht. Darf ich ihn damit nicht töten?
Ist das verboten oder was? Hätten wir auch gleich die Bomben ganz rausnehmen können. Bleib liegen. Genau, bleib liegen. Ich werde sie ausradieren. Genau, bleib schön in der Lava liegen, ne? Ist sehr gesund. Mensch, ey. Rico, jetzt! Hätte schon kein Bock mehr für die Bosszeit. Sie haben alles ruiniert. Die Zeit für Spielchen ist vorbei. Nein. Alter. Ich verliere nie! Doch. Heute. Mal. Wieder. Das Schild ist aus, Rico! Jawohl. Warte, der lebt noch? Im Ernst jetzt? Och nö, ey. Nö. Der Feigling will fliehen. Diesmal nicht. Okay, hab ihn getroffen. Irgendwie. Egal, Hauptsache weg mit dem Scheißding, Alter. Arschloch. Sie können mir nichts anhaben, Rico Rodriguez. Ich bin Sebastiano Di Ravello. Ich werde nicht brennen. Ich werde nicht sterben. Sie, elender Mistkerl. Wenn Sie meine Herrschaft beenden, stürzen Sie ein ganzes Land ins Chaos. Medici wird ohne mich untergehen. Gut, aber eins sollten Sie wissen. Es war Ihr Tom Sheldon, der alles eingefädelt hat, was mich an die Macht gebracht hat und Sie zum Waisen gemacht hat. Ich war eine Enttäuschung für mein Volk. Ich war eine Enttäuschung für mich selbst. Ich habe zugelassen, dass diese imperialistischen Hunde über Medici und mein Volk bestimmen konnten. Und das war ein gewaltiger Fehler. Noch irgendwelche Worte? Oh ja, das war ein gewaltiger Fehler. Meine Herrschaft begann in Flammen, Rico Rodriguez. Und jetzt endet sie auch in Flammen. Das muss schmerzhaft sein. Ich hätte abdrücken können, aber ich wollte einfach wissen, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Und dann wollte ich ihn wenigstens noch aussprechen lassen. Ja, das war's mit der Story. Jetzt haben wir den freigeschaltet, den Heli. Das war's. Das war die Story von Just Cause 3. Die Frage, ob ich jetzt noch, also ich werde so oder so privat die ganzen Basen noch zerlegen, ist halt die Frage, ob man die noch in Vitus packen soll oder nicht. Eigentlich ist es so unnötig, oder? Ja, ich meine, ich habe noch die drei DLCs, die werde ich denn jetzt noch spielen irgendwann? Was heißt irgendwann demnächst? Ich weiß nicht, ob ich die Basen
was ich machen soll. Nee, ich glaube nicht. Ich werde jetzt dann noch die DLCs spielen. Basen werde ich wahrscheinlich privat machen. Und ja. Das war Just Cause 3, die normale Kampagne. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. DLC-Team, okay. Ja, es war ein geiles Spiel, macht Laune. An manchen Stellen ist es ein bisschen langweiliger, weil es halt einfach sich nur wiederholt. Mehr oder weniger. Es ist halt einfach im Endeffekt einfach nur Basen zerstören. Ja, es wiederholt sich nach einer Zeit. Abgesehen von den Story-Missionen. Obwohl da teilweise auch. Aber an sich trotzdem macht irgendwie Laune, einfach mal alles zu zerstören. Und ja, man kann auch viel variieren, wie man sie zerstört. Man hat viele Möglichkeiten. Man kann halt ziemlich alles machen. Man kann das ziemlich viel Unsinn machen. Ja. Ich denke, ich verabschiede mich dann einfach mal. Lass das Outro jetzt noch durchlaufen. Und damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Ciao.
Ministerium für Erleuchtung und Stabilität möchte hiermit die Gerüchte über den Tod unseres geliebten Generals kommentieren. Die offizielle Haltung der Regierung dazu lautet: Keine Leiche, kein Problem. Vermutlich nimmt General Di Ravello nur eine wohlverdiente Auszeit. Er ist tot! Vive la General, falls es einen General gibt!